Hi, ich bin Lena. Ich spiele Hockey, seit ich 4 Jahre alt bin. Und zu meinen größten Erfolgen zählen die Qualifikation für die Olympiateilnahme mit der deutschen Nationalmannschaft und Teilnahmen an deutschen Meisterschaften mit meinem Club, dem UHC Hamburg. Hi und willkommen zu unserer heutigen Trainingseinheit. Heute wird es sich ein bisschen dynamischer im Schwerpunkt um Po-Übungen handeln. Alles, was den Po und den Oberschenkel strapaziert, werden wir heute auf uns nehmen. Dafür machen wir uns etwas warm, und zwar mit dem sogenannten Sumo-Squat zuallererst. Dafür in eine etwas breitere Position als schulterbreit gehen. Und dann gehen wir ganz tief in die Hocke und lassen die Hacken am Boden. Ich merke direkt die Spannung in der Hüfte und im Oberschenkel. Bleib da gerne noch 1-2 Sekunden und dann richten wir uns aus dieser Position auf, spüren die Dehnung in der hinteren Oberschenkelkette, kurz genießen und dann gehen wir noch mal in die tiefe Hocke. Probiert den Oberkörper gerade zu lassen, Spannung spüren und noch mal in die Dehnung. Beine lang machen und das Ganze noch ein letztes Mal. Nochmal Beine lang machen. Sehr gut. Unsere zweite kleine Warm-up-Übung findet auf der Matte statt. Dafür gerne in den Vierfüßlerstand gehen. Hände sind gut aufgesetzt. Knie schulterbreit und dann führen wir immer ein Knie seitlich wie so ein pinkelnder Hund quasi nach außen. Das spürt man in der Hüfte, mobilisiert damit, ruhig ein paar Mal dynamisch das Bein hochführen zur Seite und dabei aufdrehen, sodass die Innenseite des Fußes zum Boden zeigt. Noch 3 Mal. Auf dieser Seite und dann die Seiten wechseln. Hier auch noch 2 Mal. Sehr gut. Damit kann es auch schon losgehen. Heute habe ich ja schon angekündigt, wird es etwas dynamischer. Da gehe ich weniger auf die Wiederholungszahl, sondern vielmehr gucke ich auf die Zeit. Ich schlage jetzt hier in diesem Workout 30 Sekunden Belastung mit 30 Sekunden Pause vor. Wer aber merkt, so viel halte ich erstmal noch nicht durch, ich möchte langsamer starten, kann natürlich auch früher aufhören und dann eine längere Pause genießen. Andersrum kann man dieses Workout natürlich auch in die Länge anpassen und auf 45 Sekunden bis 1 Minute Belastung gehen. Das ist jedem freigestellt. In unserem Durchlauf mit 3 Übungen, 3 Hauptübungen heute, handelt es sich um Bergsteiger, um Sprünge in Ausfallschritte und Squat Jumps. Wir starten mit dem Bergsteiger auf der Matte mit einer 30-sekündigen Belastungszeit in 5 Sekunden. Dafür gehen wir in die Liegestützposition und arbeiten mit den Beinen. Los geht's! Achtet auf einen geraden Rücken. In seinem Tempo kann jeder die Knie in Richtung Brust ziehen. Noch 5, 2, 1, Pause. 30 Sekunden Pause, richtet euch auf. Es folgen die sogenannten Sprünge in den Ausfallschritt. Noch Pause genießen, durchschnaufen. In 5 Sekunden geht's los. Los geht's, 30 Sekunden den Ausfallschritt springen. Probiert die Arme mitzunehmen, immer gegengleich zu dem Knie, das vorne ist. Knie außen lassen, stabiler Stand. Wer das nicht so schnell schafft,
im eigenen Tempo arbeiten. Hauptsache, man zieht die 30 Sekunden oder die vorgegebene Zeit, 20 Sekunden, je nachdem, durch. Auf die Anzahl kommt es nicht an. Sehr gut, nehmt euch die Pause. 30 Sekunden. Es folgen die Squat Jumps. Das ist die Kniebeugenposition, in die wir reinspringen. Das Ganze könnt ihr euch schon mal angucken. Sieht dann so aus. Wir springen immer rein und wieder hoch, hintereinander weg. Ihr habt aber noch 10 Sekunden Pause. Lockert nochmal die Beine. Und dann arbeiten wir auch gleich nochmal 30 Sekunden in Form von diesen Sprüngen. Noch 3, 2, 1, los geht's. Drückt die Knie schön nach außen, jeder in seinem Rhythmus. Noch 5 Sekunden Belastung. 3, 2, 1 und Pause. Nutzt die 30 Sekunden, geht schon mal zurück auf die Matte. Es geht gleich wieder los mit den Bergsteigern. Tief Luft holen. Hände schon mal auf die Matte. Denkt daran, gleich die Knie wieder explosiv zur Brust zu ziehen. Los geht's. Probiert den geraden Rücken beizubehalten. Der Oberkörper ist fest, nur die Beine arbeiten. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Durchatmen, in den Stand kommen. Dann springen wir gleich wieder in die Ausfallschritte. Noch 10 Sekunden. Und los geht's. Probiert nicht zu lange am Boden zu verharren, sondern dynamisch wieder in den nächsten Sprung zu gehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Sehr gut. Pause. Durchatmen. Beine ausschütteln. Bevor es mit den Squat Jumps weitergeht. In 5 Sekunden geht's los. Und los geht's. Knie nach außen drücken, Po in Richtung Boden bringen. Spürt langsam das Brennen in den Oberschenkeln. Noch 5 Sekunden. Und stopp. Kommt schon mal in Richtung Matte. Unsere letzte Runde bricht an. Noch 10 Sekunden. Einmal durchschnaufen. Und dann nochmal Vollgas geben bei den Bergsteigern. Los geht's. Probiert gerade zu bleiben. Der Körper bildet eine Linie.
Noch 10. Drei, zwei, eins. Die letzten beiden Sprungvariationen für heute. Die Beine melden sich schon langsam. Probier trotzdem weiter auf eine saubere Ausführung zu achten. 5 Sekunden Pause noch. 3, 2 und go. Noch 5. Und stopp. Ein letztes Mal. Die Squat Jumps. Nochmal tief durchatmen. Ein letztes Mal den Puls hochbringen. In 5 Sekunden geht's los. Und auf geht's. Nochmal tief in die Hocke. Noch 5. Eins und stopp. Sauber. Kurz durchatmen. Geht ruhig auf die Matte. Wir sind durch für heute. Weil ich auch ganz schön meine Beine merke, würde ich euch vorschlagen, noch kurz mit mir zu dehnen. Dafür Knie absetzen auf der Matte, geht in den Ausfallschritt und dehnt, indem ihr nach vorne das Körpergewicht über den vorderen Fuß schiebt. Da merkt man vor allem die Hüfte, aber auch den Oberschenkel vom aufgestellten Bein, gerade nach dem Workout heute. Und genießt es kurz für 2, 3 Atemzüge, bevor wir die Seiten wechseln. Seiten wechseln, anderes Bein nach vorne. Knie ist gut aufgestellt, Körpergewicht in Richtung vorderen Fuß schieben, Oberkörper gerade lassen und den Oberschenkel und die Hüftdehnung genießen. Für den Po können wir noch eine Etage tiefer gehen, in die sogenannte Taube. Dafür überschlagen wir einen Fuß mit dem rechten Knie, ist das jetzt bei mir gerade, sodass der Unterschenkel quer zur Matte verläuft und das hintere Bein, mein linkes Bein, bleibt lang, sodass uns der ganze Po und die Hüfte in Richtung Boden zieht. Und dann spüren wir die Dehnung hier aus dem Oberschenkel bis in den Hintern ziehen und genießen, je nachdem, wie intensiv man die Dehnung haben möchte, kann man mit dem Oberkörper oben bleiben oder auch tiefer gehen. Das ist jedem frei, wie viel man gerade braucht. Auch hier kurz 2, 3 Atemzüge, Dehnung spüren. Probiert auch mit jedem Atemzug nachzugeben, in der Dehnung hier etwas weicher zu werden. Auflösen und Bein wechseln. Probiert den Hintern und die Hüfte zum Boden zu drücken, die Dehnung zuzulassen. Auch hier nochmal 3 Atemzüge.
super. Damit verabschiede ich mich für heute. Ich hoffe, ihr seid auch ein bisschen ins Pusten und Schwitzen geraten. Vielleicht habt ihr ja bald mal wieder Lust. Schaltet doch auch in eins der anderen Videos. Ich würde mich freuen. Eure Lena.